dass die Quarianerin freiwillig unterzeichnet hat. Und dass ihr Vertrag auf Ilium völlig legal ist. Das ist mir vollkommen egal. Wenn Sie der Quarianerin wirklich helfen wollen, überreden Sie den Vertreter von Syn-IQ dazu, Ihren Vertrag zu kaufen. Und wenn ich sie kaufe? Und wenn ich sie kaufe? Ich könnte sie freilassen und alle wären zufrieden. Ein edles Angebot mit drei Pferdefüßen. Erstens, Ihre technische Ausbildung bedeutet einen Vertragswert von mehreren hunderttausend Credits. Außerdem fällt eine Gebühr an, wenn man mich vor Ablauf der Vertragslaufzeit freilässt. Richtig. Und drittens sind Sie eindeutig ein Reisender. Und laut Vertrag muss sie auf Ilium bleiben. Ich will nicht, dass man mich irgendwo in eine Mine steckt. Ich rede mal mit dem Vertreter von Syn-IQ. Mal sehen, was sich machen lässt. Wirklich? Danke. Das wäre großartig. Ich mit meiner großen Klappe, sorry. Gucken, wo ich... Ja, wo muss ich da jetzt hin? Syn-IQ. Okay. Ja, dann... Müssen wir mal gucken, wo der ist. Dann Taylor. Miss Larsen, es freut mich, dass Sie es geschafft haben. Es gab Komplikationen. Was ist passiert? Ist mit Orianna alles in Ordnung? Es geht ihr gut, aber Sie haben einen Mann namens Niket als vertrauenswürdige Quelle angegeben. Er hat mich kontaktiert und davor gewarnt, dass Ihr Vater Eclipse-Söldner losgeschickt hat, um hier aufzuräumen. Er hat angedeutet, dass die Söldner nach Ihnen persönlich Ausschau halten würden. Deswegen hat er vorgeschlagen, Oriannas Familie selbst zum Terminal zu bringen. Was sollen wir machen? Es ist Ihre Schwester, Miranda. Wie wollen Sie verfahren? Lanteia, wir befolgen Nikets Vorschlag. Shepard und ich nehmen den Wagen und ziehen Ihre Aufmerksamkeit auf uns. Niket soll die Familie zum Shuttle eskortieren. Geben Sie ihm vollen Zugriff auf den Reiseplan der Familie. Nur zur Sicherheit. Verstanden, Miss Larsen. Der Plan lautet also, dass Eclipse uns abschießt, während Ihre Schwester in Sicherheit gebracht wird? Eclipse hat bestimmt Befehl, meine Schwester lebend beizubringen. Sie werden nichts riskieren, das uns töten könnte. Bereit, wenn Sie es sind, Miranda. Danke, Shepard. Ich weiß das zu schätzen. Ich hatte nicht mit Eclipse gerechnet, aber die noch weniger mit Ihnen. Okay, das ist jetzt schon wieder die nächste Mission. Das heißt, wir müssen Syn-IQ ein bisschen verschieben. Aber jetzt weiß ich zumindest, dass ich auch kleinere Aufträge habe neben meinen großen. Okay, die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Aber ja, das war ja sowieso das reguläre Team. Verdammt! Jäger der Eclipse-Söldner. Sie laden Truppen in den Frachtzonen ab. Würde ich fast sagen, ballern wir uns da mal durch, wa? Bringen Sie uns in Deckung hinter Ihnen. Hoffentlich wollen die uns wirklich lebend kriegen. Scheint nicht so. Nicht feuern! Ich sagte nicht feuern, verdammt! Okay, vergesst es. Ich hab's im Griff. Da Sie noch nicht schießen, wissen Sie vermutlich, wer ich bin. Ja, es hieß, Sie wären in dem Wagen. Sie sind das Miststück, das die kleine Tochter von unserem Boss verschleppt hat. Verschleppt? Die Sache hier betrifft Sie nicht. Sie sollten Ihre Männer nehmen und gehen. Sie glauben wohl, Sie haben alles im Griff, was? Captain Enyala ist bereits dabei, sich die Kleine zu schnappen. Sie weiß über Niket Bescheid. Er wird Ihnen nicht helfen. Hauen Sie ab. Jetzt. Ich gebe Ihnen eine Chance zum Abzug. Das ist mehr, als die meisten kriegen. Captain Enyala hat befohlen, Ihnen eine Chance zum Abzug zu geben. Aber während unserer Unterhaltung haben meine Männer Schussposition bezogen. Wenn ich Befehl gebe, bricht die Hölle über sie herein. Ich schlage also vor, dass sie friedlich abziehen. Denn sonst wird's... Ja! Genickbruch! Geil!
Von dir, Pfeife, lasse ich mir nichts sagen. Oh, Shepard, du bist eine geile Sau, Alter. Eclipse, bereit zum Feindkontakt. Ja, Leute, wo ist jetzt hier euer... Die Hölle. Ach, das, jetzt hab ich schon wieder... Ach, der Laser ist ja geil. Der hilft dir bei den Wunder. Ist ja cool. Noch wer? Kommen Sie, wir müssen zu Nikette. Der Laser ist der Hammer, Alter. Übel. Den behalte ich. Zumindest für die Mission. Ist ja genial. Ich habe ihm eine Chance gegeben. Er wollte nicht. Er hat mir gedroht. Moment. Das macht es nicht besser. Ich habe eines ihrer Funkgeräte. Mal sehen, ob ich rausfinden kann, womit wir es hier zu tun haben. Shepard, ich glaube, ich schulde Ihnen eine Erklärung. Orianna ist nur genetisch meine Zwillingsschwester. Mein Vater hat sie erst gezeugt, als ich schon ein Teenager war. Sie sollte mich ersetzen. Ich konnte nicht zulassen, dass mein Vater ihr dasselbe antut wie mir. Darum habe ich sie gerettet. Sie ist jetzt fast eine Frau. Okay. Wenn Eclipse weiß, wo Orianna ist, werden sie bestimmt bald losschlagen. Wir müssen uns beeilen. Richtig. Die Worte des Söldners haben mich ein wenig nervös gemacht. Wenn sie irgendwie an Nikette rangekommen sind, wird die Sache schwieriger als geplant. Den Plänen zufolge, die ich studiert habe, müssen wir durch die Frachtverladeanlage, um zu Orianna zu kommen. Suchen wir Nikette und Orianna. Also los. So, ich will nur mal schnell gucken, was kannst du eigentlich? Warp und werfen. Es gibt aber auch nur die paar wenigen Fähigkeiten, die können alles gleiche. Merke ich immer wieder. Sie sind auf der anderen Seite des Transportbandes. Teilen Sie Ihre Schüsse. Jetzt wird erstmal gehackt hier, ja? Nein! Verdammt! Ich habe noch 3 Versuche. Och komm! Das ist scheiße. Feinde! Wo? Wo? Ach, da. Oh Gott. Ich werde hier abgeknallt, ey. Ihr könnt mich alle mal. Gegen die Waffe habt ihr gar nichts auszurichten, ey. Nee, 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 nee. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Oh. Cool, neues Update. Boah, das nervt mich, ey. Jetzt weiß ich wieder nicht, was in dem PDF-Kack drin war. Okay. Nein. Wir sind aufgeflogen. Wir haben uns versucht zu verstecken. Ich dachte, wir rennen da einfach jetzt kurz durch. Ausgezeichneter Schuss. Geh zum Ozean. So, einmal. Wieder ist noch einer. Ich hab sie nicht mehr auf Ziel, hat sich getan. Okay, jetzt muss ich dann doch Waffe wechseln. Ja, Leute. Ich lass machen, ihr kommt da alleine. Hallo? Scheißdreck, ey. Perfekt. Hopp. Muss ich da lang? Nee. Verdammt, ich lasse.
lasse nicht zu, dass die Orianer. Doch. Dann gehe ich nochmal zurück. Einer gefallen. Ja, krieg ich das ohne mich hin. Aktiviere Kampfdrohne. Verbrennung bereit. Da ist noch einer. Was machst du denn da jetzt? Wieso haben wir dich nicht abgeknallt? Alter, und dann verspritzt du dein Blut überall, Mann. Das ist voll eklig. Okay, Hecken. Diesmal kriegen wir es hin. Einmal. Nein. Okay. Okay, ich habe zwei Versuche oder drei Versuche, um das Falsche anzuklicken. Die roten Dinger heißen einfach nur Firewall. Fertig aus. Das nehme ich mit. Los geht's. Au! Au! Gott sei Dank macht das kaum Schaden. Jede Menge Forschungen, sehr schön. Hi und tschüss. Entschuldigung. Nicht. Dass die Waffe sich so nicht aufladet, ist schade. Na, wow. Runter. So ein Arschloch, ey. Ich hasse es, wenn ihr mit Dingern schießt hier. Es geht fei gar nicht. Au. Au. Feindbeschuss. Ich weiß doch. Was glaubst du, was ich hier, auf wen ich gerade schieß? Auf mich oder was? Ich hab sie nicht mehr. Ich brauche Unterstützung bei der Zielsuche. Mach mal keinen Stress hier jetzt. Boah. Da nehm ich. Verdammt! In Deckung, verdammt! Okay. Schrotflinte. Bringt das was? Nee. Nicht auf die Entfernung. Ja, nicht auf die Entfernung. Wo ist er denn? Da ist er. Okay, Leute, ich brauche Munition. Und wenn ihr keine habt, dann wäre das für... Wir können durch das Frachtband. Ja, ich weiß. Ich weiß. Oder ich laufe hier lang und gehe dann einfach hier durch. Funktioniert genauso gut. Okay, hier kommen wahrscheinlich wieder mehr Gegner. Da oben haben wir Munition. Sehr schön. Und Element Zero. Hier war doch nochmal irgendwo Munition da, genau. Da haben wir PDA. Das. Verdammt. Das hier. Und. Wow, wo ist es? Da ist es. Nee, hä? Das hier. Glück gehabt. 3000 Credits. Sehr gut. Gut, Frachtband vollkommen egal. Wir müssen, wie gesagt, vermute ich, da lang. Eclipse-Agenten haben versucht, sie durch Abschalten der Aufzüge aufzuhalten. Ich mache das rückgängig. Ja, und wo sind die Eclipse-Agenten? Aufpassen! Ach, da.
Hämischer weg, Alter. Langsam vorrücken. Was habe ich jetzt geöffnet? Blöd. Achtung, falls die Tür aufgeht, so wie jetzt, dann dürft ihr da einfach draufhalten. So muss es sein. Genau. Du da. Und du da. Ich gehe mal schnell umschauen. Aber das kann doch nicht sein. Oder doch? Scheinbar war es das wirklich schon. Nee, da ist Munition. Sehr schön. Gut, ich gehe vor.